Puzzles, Logik und Zahlenrätsel. Mit einem Schuss Surrealm, das verspricht The Franz Kafka Videogame. Und hält das auch. Dem literarischen Werk des Namensgebers wird das hübsch illustrierte Knobel-Adventure allerdings nur bedingt gerecht. Lässige Dance-Moves, coole Comic-Figuren und jede Menge durchgeknallte Songs. Sony verpasst seinem ehemals revolutionären PS1-Oldie, Parappa the Rapper, das längst überfällige Remaster-Revival. 21 Jahre nach dem ersten Auftritt des Hip-Hop-Hunds hat der Wegbereiter des modernen Rhythmusspiels wenig von seinem Charme verloren. Die Level von einst sind dank 4K-Auflösung gestochen scharf, die Bewegungen sauber und flüssig. Lediglich den Zwischensequenzen sieht man das Alter ein wenig an. Ein Stück PlayStation-Historie in modernem Gewand. Vor 4 Jahren gehörte das GTA-ähnliche Open-World-Abenteuer Lego City Undercover zu den wichtigsten Starttiteln für Nintendos Wii U-Konsole. Jetzt startet die aberwitzige Jagd des Cops Chase McCain nach dem entflohenen Gangsterboss Rex Fury auch auf Switch, PS4 und Xbox One. Mit aufgebohrter Grafik und spaßigem Koop-Modus inklusive. Mehr als nur einen Blick wert. Hier wird nicht gesprungen und gerannt, sondern gekrochen. In Snake Pass vom Little Big Planet 3-Macher Sumo Digital übernehmen PC- und Konsolenspieler die Steuerung der Schlange Nudel und müssen dabei ihre Hirnwindungen völlig umkrempeln. Nur wer feinfühlig seinen flexiblen Körper um wackelige Bambusgerüste, Rohre und Schalter wickelt, schafft es zum Ausgang der kunterbunten Dschungellevel. Die Idee ist kurios. Die Umsetzung ein bisschen träge.